Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unserem Hordejäger. Ja, wir sind nicht mehr in Nasil, sondern wir sind nochmal zum Pestrufer gewandert, weil ich war gerade im Gasthaus, deswegen gucken wir mal bei den guten Pestrufer vorbei. Fallt ihr nicht auf die Nerven. Den sollten wir besuchen. Meldet euch bei Kapitän. Okay. Lasst euch nicht töten. Das ist doch der hier oben, oder? Nee. Das ist der nicht. Wo ist denn der? Ach, das ist der da hinten, okay. Falscher Kapitän. Dann wollen wir da mal schnell hin. Dann wollen wir mal gucken, was der Kapitän so von uns will. Meldet euch bei Razuguk in Hafen von Zandala. Okay, dann melden wir uns mal da bei denen. Das ist ja der Gute. Ein Tag ohne Land ist ein guter Sprechen Tag. Wir, um die Explosion zu beginnen und hervorstehen. Okay, was gibt's da Schönes? Mögt ihr Wind in euren Segeln und Zielstrebigkeit in euren Herzen haben? Oh, das kenne ich noch gar nicht. Was ist das denn? Okay. Fast da. Das ist die Insel, auf der unsere Späher eine Menge Azerit entdeckt haben. Wir wissen aber nicht, was hier noch so ist. Ihr müsst da draußen aufpassen. Leg die Laufplanken aus. Hier sind wir richtig. Okay, das scheint so. Die Maschine zeigt ein bisschen Azerit in der Nähe an. Geht da mal raus und guckt euch das an. Das ist ein großer Brocken. Baut den schon mal ab. Wir holen das Azerit in 0, nix an Bord. Das sieht aus fast wie PvP, würde ich sagen. Wir werden bestimmt gleich angegriffen von der Allianz. Na bitte, das ist mal fette Beute. Gut gemacht. Sieht aus, als ist in eurer Nähe noch eine Azeritquelle. Die solltet ihr euch wohl als nächstes angucken. Dann wollen wir mal. Das ist ein Riesenmonster und es ist mit Azeritrückständen überzogen. Tötet es, dann nehmen wir ihm das Azerit ab. Ah, die ist gleich tot, die Krabbe. Eine Riesenkrabbe voll Azerit voll. Alter Falter. Hier drin. Du musst zuerst etwas anvisieren. Wir werden den Laderaum im Andomdrehen voll haben. Direkt um die Ecke haben wir eine Riesenmenge Azerit gesichtet. Das müsst ihr euch mal ansehen. Wo denn? Okay, die Affen. Wo sind? Ha, man weiß echt nie, wer hier so alles auftaucht. Sieht aus, als ob die auch Azerit sammeln. Gut für uns. Alles ich auf einen Haufen. Ich brauche ein Ziel. Ha, geht hin und nehmt's ihnen ab. Okay, dann werden wir den Affen mal das Azerit klauen. Die brauchen auch kein Azerit, die Affen. Die wissen auch gar nicht, was sie mit da machen können. Das ist der Große, ne? Ja. So, zack. Die bringen auch alle Azerit, wenn wir es sammeln. Hier liegt auch was. Okay. Lass es mich nicht erstmal abbauen, dann komm, töten wir euch jetzt schnell. So, hier können wir das einsammeln. So, zack. Ja, auf diese Exklusion, da waren wir noch nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist jetzt alles nur, das ist bestimmt so eine Einführung, um zu gucken, wie das ist. Wenn das dann gegen die Allianz ist, wer als erstes schnell alles sammelt, bestimmt. Gehe ich ganz stark von aus. Oh, ein Ramo. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Zack. Ah, gleich ist er besiegt. Ich hab Affenmann hier. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So ein bisschen Pappen hat der Affe, aber muss ich sagen, der haut ganz schön rein, aber jetzt haben wir ihn besiegt.
Ich brauche ein Ziel. So, zack. Und jetzt holen wir uns noch den großen Beutel. Das wäre alles. Die Insel haben wir wohl abgeräumt. Und gerade noch rechtzeitig. Da ist ein Schiff aus Kul Tiras am Horizont. Sieht aus, als sind die auch hinter Mazerit her. Schleichen wir uns weg, bevor die uns sehen. Wir müssen das melden. Okay, ich komme schon zurück zum Schiff. Okay, zum Schiff zurück. Das war doch da vorne, oder? Da ist das Schiff. Gehen wir hier vorne lang. Das ist sehr schön. Wie viel kriegen wir? 500? Das müsste fast reichen, ja. Da kriegen wir direkt die nächste Stufe in unserer Halskette. Sehr schön. So, einmal hier hoch. Holt die Planken ein. Wir legen ab. Habt euch da draußen gut geschlagen. Danke, Kapitän. Danke. Oh, da kommt die Allianz. Tja, da waren wir wohl schneller. Da waren wir schneller. So. Achso. Ach, wir sind auf dem Schiff. Wollte schon sagen. Wo sind wir denn? So. Seid ihr bereit für eine epische Reise? Ja, das war eine sehr schöne epische Reise. So. Danke dir. Können wir was Neues pushen? Ne. Stufe 10, sehr schön. So, jetzt haben wir das abgeschlossen. Dann können wir direkt zum Flugmeister. Ich wollte mal gucken. Ich habe eine Aufgabe noch gesehen. Da würde ich nochmal gern hinfliegen. Aber jetzt haben wir uns gerade verlaufen. Wir müssen hier lang. Hier lang müssen wir. Wo ist denn der Flugmeister? Der ist doch jetzt genau hier hoch. Da oben ist der Flugmeister. Da ist die Himmelskönigin. So. Und dann gucken wir mal. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Ich habe hier eine Aufgabe noch gesehen. Aha, wir testen es einfach mal. Wir haben ja sowieso Zeit, uns hetzt ja nichts. Die anderen sind schon 120, equippen sich schon. Ah, holy shit, das interessiert uns sowieso nicht. Wir questen ganz gemütlich durch. Sollen sie sich schon equippen für den Raid? Ist egal. Bisher sind wir, bis man in jeden Add-on kam, es hinterher mit Equip. Dann lasst es schon gut equipped sein, die ersten Bosse gut können und dann kann man auch mal mit. Das ist okay. So, dann gucken wir mal. Der hat auch Halsringe, die sich bewegen, ne? Ja. Und Totenkopf. So, und glaube ich dann hinten beim Tempel war was. Da wollen wir jetzt mal kurz hin. Selbst wenn wir nur da hingehen und gucken und dann den Ruhestein nehmen. Ich möchte aber da kurz hin. So, und zack. Achso, ich hätte schon einen runtergemusst. Wow. Okay, das haben wir überlebt. Sehr schön. Dann können wir hier rüberlaufen. Ich glaube, da hinten war die Aufgabe. Ja, da ist eine Aufgabe. Da gucken wir gleich mal, was das für eine ist. Oder bei wem oder was? Grüße! Tötet auch den Schnapper. Sandala für immer. Was sind denn Schnapper? Achso, hier. Wir brauchen unser Tier. Ich habe kein Ziel. Da sind jede Menge Schnapper. Na, kommt her hier. Ja, die kleinen Dinos sind bestimmt hier so eine kleine Plage. So wie die Ratten in Sturmwind sind hier die kleinen Dinos voll die Plage. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zack. Komm her hier. Du auch. So, haben wir. Ein paar brauchen wir noch. Wie viel brauchen wir denn noch? Zwei. Wo sind sie?
Mounten wir mal schnell auf. So, wo haben sich die zwei versteckt? Ach, da oben springen ja auch welche rum. So, und da kommt noch einer und dann haben wir sie alle erledigt. Wo ist denn unser Tier schon wieder? Ja, zack. Das ist zu weit entfernt. Dem müssen wir folgen. Ah, der ist da lang gelaufen. Mal schnell aufmounten. Unser Tier verfolgt ihn. Was ist hier los? Mal ein paar Fotos machen. Für die einen ist es eine Müllhalde, für die anderen eine Fundgrube. Lore der Astfresser. Überlebt die Prüfung da, ja, okay. Denkst du, jetzt seid ihr nicht mehr so groß und stark, was? Geht, mein Diener. Geht und findet diese Ratte Nokano, die euch befohlen hat, meine Art zu töten. Beißt ihn und verdient euch eure Gestalt zurück. Blöder Saurit, seid ihr wieder tot? So. Okay, wir sollen also den beißen, der uns befohlen hat, die Kleinen zu töten. Für den Lore. So. Da haben wir ihn in den Po gebissen. Auch geil. Grüße, Zastermann. Wenn ihr geht, kann ich euer Zeug haben. Ja, okay, kommen wir jetzt nicht hier wieder raus. Müllhaufen ist ein Ort, wo man sein Zeug aufbewahrt, während man... Okay, das war doch mal sehr schön. So, aber bis jetzt da oben zum Flugpunkt wieder zurück? Nee, dann nehmen wir, komm, wir nehmen schnell den Ruhestein. Haben schön 75 Macht dazu bekommen, das ist sehr schön. Bisschen Erfahrung gab es auch noch. Zack. Ruhestein. Ich hab genau das, was ihr braucht. Hier können wir aufmounten. Wir können da mal kurz rappen. Haben wir da auch schon länger nicht mehr. 27 Gold, ja, sag ich doch. So, wo ist der? Da. Da fliegen wir mal nach Nasia. Braucht ihr Schutz? Nasia. Wo haben wir schon aufgebaut? Noch ganz oben. Ja, okay. So, aber ich sag euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge in Nasia wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet ein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.